Ja, ganz herzlichen Dank. Mit wem habe ich es denn hier zu tun? Das heißt, das ist die Firma Lora hier? Nein, das ist sicherlich nicht richtig. Nein, ich bin der Martin, ich arbeite bei der Firma Lorai. Wir kommen aus Offenbach am Main und bauen seit ungefähr 20 Jahren Oldtimer, Youngtimer, alles bis 2002 ungefähr von Verbrenner auf Elektro um. Von Motorrädern über Busse, PKWs, LKWs, Campingwagen, eigentlich so ziemlich alles. Und ja, wir haben mittlerweile knapp 200 Fahrzeuge weltweit im Einsatz. Bis jetzt kann man sagen, dass jeder Umbau in irgendeiner Form geglückt ist. Die Kunden sind zufrieden und wir haben wirklich alles da. Also alle Autogrößen, alle Autoschichten, alle Kunden, quer durch die Gesellschaft durch. Ist also keine spezielle Kundschaft oder so. Also meines Erachtens ist es ja ohnehin der Markt von morgen, den ihr seit gestern schon am Erschließen seid. Finde ich gut. Die Frage ist, wenn ihr 200 Produkte umgebaut habt, dann habe ich doch die Erwartungshaltung, da gibt es so eine gewisse Standardisierung. Ist es Standard oder ist jedes Projekt anders? Also es ist jedes Projekt im Prinzip ist anders, weil das Fahrzeug ist anders und selbst wenn das Fahrzeug dasselbe ist, will der Kunde was anderes, will mehr Leistung haben, will eine andere Reichweite haben. Wir haben plötzlich vielleicht ein Cabrio statt eine geschlossene Version dastehen und die Technik schreitet so schnell voran, wenn ich dasselbe Auto in 2, 3 Jahren nochmal umbauen will, würde ich das komplett anders machen, weil sich an der Technik so viel getan hat zwischendurch. Das galoppiert in Riesenschritten, kann man sagen. Das heißt aber, ihr habt auch TÜV-Sachverständige, die euch inzwischen kennen und die wissen, wenn ihr kommt, dann hat das Hand und Fuß. Oder wie ist da die Vorgehensweise? Ja, das ist in der Tat wirklich so. Wir haben mittlerweile sehr gute Beziehungen zum TÜV, muss man sagen. Und die achten nicht nur auf unsere Umbauten, da weiß er mittlerweile, was wir verbauen, sondern hauptsächlich um das Fahrzeug. Das heißt, das Fahrzeug, das zu uns kommt, muss in einem TÜV-fähigen Zustand sein. Die Technik muss funktionieren, die Lenkung muss funktionieren, die Bremsen müssen funktionieren, das Fahrwerk muss funktionieren. Wir bewegen uns vom Gewicht her in dem Rahmen, der uns vorgegeben ist, von dem Hersteller des Fahrzeugs und sind aber anschließend als neue Hersteller eingetragen. Das heißt, wir müssen auch für alles garantieren und deshalb können auch nur wir die Abnahme machen. Das heißt, der Hersteller ist dann nicht mehr die Marke Ford, sondern es ist dann die Marke Lorai. Nein, also wir sind als Umbauer eingetragen und da steht drin, Umbau wurde vollführt von der Firma Lorai, wie auch immer. Man kann sich sogar selber eintragen lassen, wenn man das selber gemacht hat, aber die Abnahme ist immer zwingend bei uns, weil wir dafür gerade stehen müssen. Das ist ganz einfach die Logik an der Sache. Kann ich verstehen. Wenn wir jetzt in die Vergangenheit schauen, ihr habt inzwischen 200 Fahrzeuge umgebaut, würde mich natürlich interessieren, wie hat sich denn die Technik weiterentwickelt? Also im Sinne von vor 20 Jahren waren es 4, 10 Kilowattstunden Akkus, waren es kleine Motoren, wie ist mit Getrieben? Mal werden sie ausgebaut oder bleiben sie immer drin? Wie ist da die Entwicklungsstufen? Wie sind die Entwicklungsschritte? Also da hat sich in der Tat auch sehr, sehr viel getan. Wir haben früher angefangen, die ersten Autos waren die Klassiker wie ein Käfer, ein Mini oder eine Ente. Da sind wirklich ganz leistungsschwache Motoren, würde man heute sagen, eingebaut worden von wenigen Kilowatt. Man hat Bleiakkutechnik gehabt, das waren quasi viele große LKW-Autobatterien, wenn man es so will. Die waren höllenschwer, man hat kaum Reichweite gehabt, aber schon damals haben die Leute gesagt, das ist was ganz Eigenes, da kann ich vielleicht Sachen mitmachen, die ich sonst mit meinem Verbrenner nicht machen kann. Und das waren so die Anfänge. Und jetzt mittlerweile sind wir so weit, dass wir ja in großen Schritten vorwärts gehen. Wir können mittlerweile Leistungen einbauen, die die Originalautos übertreffen. Wir haben mittlerweile eine Energiedichte an den Akkus, die sich ja auch halbiert hat die letzten 10 Jahre noch mal locker. Das heißt, ich kann jetzt mit weniger Stauraum eine vernünftige Reichweite darstellen oder halt eine größere Reichweite mit entsprechend mehr Möglichkeiten. Da limitiert uns das Fahrzeuggewicht. Wenn ich nur eine Zuladung von so und so viel Kilo habe, dann kann ich nicht beliebig viel Akkus einbauen. Von daher, wenn man niemals einen Stand wie jetzt ein fertiges, neumodisches, sage ich mal, Elektroauto hat, erreichen, aber man kann sehr viel umsetzen. Das heißt, das Gewicht ist einer der Treiber. Also je nachdem, was ich alles für Extras haben möchte, muss ich dann schauen, mag ich die Extras haben oder ist mir die Reichweite lieber zum Beispiel, die das Gewicht treibt. Kann man denn sagen, also was so der Standard ist eines Akkus? Also sind es mehr tendenziell mehr 20, sind es 40? Ich habe verstanden, dass es ist immer individuell, ganz klar, aber kann man das so über einen Kamm scheren? Die meisten haben.
zwischen 20 und 40 Kilowattstunden, muss man sagen, ist der Standard, weil die Leute kommen und sagen, ich möchte gern 100, 150, 200, 250 Kilometer weit fahren. Das ist so das Wunschziel der meisten und das kann man mit sowas tatsächlich umsetzen. Dazu kommt natürlich auch wieder eine Preisfrage, die Ladetechnik. Wie schnell möchte ich laden? Möchte ich einfach über Nacht laden? Habe ich es manchmal eiliger? Bin ich öfters auf dem Campingplatz, habe einen Campingstecker? Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten und das kann man auch individuell anpassen. Da gibt es verschiedene Sätze. Wir bieten das Ganze ja auch als Bausatz an für standardisierte Fahrzeuge. Da kann man das komplett selber machen. Wir bieten es als Workshop an. Da kann man bei uns mitarbeiten. So habe ich das damals gemacht. Oder man lässt alles machen. Du hast es gemacht und bist dabei hängen geblieben bei Lorai. Das heißt, würde denn Lorai unter Umständen noch den einen oder anderen Selbstbauer mit an Bord nehmen? Da müssen Sie meinen Chef jetzt mal fragen. Das kann ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Alles gut. Nein. Wir machen jetzt wir machen bestimmt Werbung für die Firma Lorai, ganz klar. Du bist zufrieden damit seit einem Jahr dann demzufolge, oder? Ja, also das Auto besitze ich jetzt seit 2 Jahren, fahre seit einem Jahr damit quasi umgebaut rum. Wobei der muss jetzt schon zum TÜV, weil selbst das zweite Jahr ist bald rum. Nur am Anfang habe ich leider noch kein Nummernschild gekriegt, weil zu Corona-Zeiten hat man auch mal 3-4 Monate auf ein Nummernschild gewartet, auch wenn das Auto schon durch den TÜV war. Ich bin da auch einige tausend Kilometer gefahren jetzt damit. Es ist halt immer noch ein altes Auto. Da passieren manchmal Sachen, dass irgendwas bricht, was eigentlich nicht brechen sollte. Hat jetzt mit dem Elektroantrieb weniger zu tun, aber es ist immer noch ein Auto. Es hat Stoßdämpfer, es hat Reifen, es hat eine Karosserie und da ist immer ein bisschen Pflege nötig. Das ist ganz klar. Ich meine, das hast du bei allen Autos, egal ob jetzt Benzin, Diesel oder Elektro angetrieben, das spielt keine Rolle. Es bleibt ein altes Auto, aber das ist genau der Trend, die Nische, die ich sehe, dass sich halt Liebhaber nicht trennen wollen von ihren Fahrzeugen, von ihren Liebgewonnenen, dass sie sagen, ja, das ist so, bevor jetzt alle anfangen, möchte ich ganz gern mal über einen Umbau diskutieren und da ist man bei euch auf jeden Fall gut aufgehoben. Wie lange sind die Vorlaufzeiten bei euch, wenn sowas ansteht? Ich meine, ihr baut ja wahrscheinlich im Jahr wie viele Autos um? Hast du eine Zahl? Also ich würde sagen, dass wir ungefähr 20, 25 Umbauten im Jahr haben, die wir selber vornehmen. Allerdings haben wir auch noch einige Umbauten, die der Kunde zu Hause macht, wo wir quasi die Bausätze liefern und irgendwann kommt ein fertiges Auto vorbei, kriegt bei uns die Endabnahme gemacht und darf dann mit Nummernschild und auf Wiedersehen nach Hause fahren. Tendenz stark steigend. Also wenn jetzt jemand mit einem Projekt ankommt und will sich anreihen, sag ich mal, hinten, da muss man schon 3-4 Monate mindestens, muss man mal rechnen. Weil wir haben auch eine Lieferzeit mit den Akkus. Da sind wir froh, dass wir überhaupt welche kriegen. Aber ja, wir haben welche. Und das funktioniert auch noch recht gut. Wir sind da recht flexibel. Und dadurch, dass wir die Elektronik und so weiter zum Großteil auch selber machen, sind wir natürlich gegenüber anderen jetzt im Vorteil, die Probleme mit der Lieferkette haben. Von daher, also so ein gutes Viertel bis halbes Jahr sollte man sich Zeit nehmen, wenn man so ein Projekt verwirklichen will. Das klingt, als ging es deutlich schneller, als wenn ich auf ein neu bestelltes Fahrzeug fahren würde. Natürlich hängt es davon ab, wie schnell du umgebaut hast, klar. Aber nochmal zurück zum Thema Akkutechnik. Wie funktioniert das? Muss ich als Kunde nehmen, was verfügbar ist? Oder habt ihr einen Lieferanten? Gibt es unterschiedliche Lieferanten? Kann ich Wünsche äußern, was Akkutechnologie angeht? Also Wünsche äußern kann man natürlich immer. Fakt ist, wir stehen dafür gerade, was wir verbauen. Das heißt, wir können jetzt nicht hergehen und können einen Umbau machen, wenn sich jemand bei eBay günstig irgendwelche Zellen von irgendwo gekauft hat und können da eine Garantie drauf geben. Das funktioniert natürlich nicht. Wir können aber in Bezug auf Akkugröße können wir verschiedene Packages anbieten. Da gibt es verschiedene Zellformen, die eigentlich aber von der Form vom Auto vorgegeben werden. Wenn ich jetzt einen flachen Bauraum habe, nehme ich andere Akkus, wie wenn ich jetzt einen breiten Bauraum habe. Das ist immer unterschiedlich. Das wird aber meistens kurzfristig auch mit der Verfügbarkeit kombiniert, dann, was man halt hat. Okay. Also so ein Stück weit treibt dann der Akkuhersteller auch den Preis, nicht nur das Volumen? Ja, natürlich. Also der Akkupreis ist tatsächlich ungefähr die Hälfte von dem Umbau, kann man sagen, fast. Je nachdem, wie groß der Akku ist, wie stark mein Motor ist. Aber das ist der größte Faktor. Und dazu kommen noch, wenn man alles machen lässt, ungefähr 100 bis 150 Arbeitsstunden, muss man auch sagen. Es ist schon enorm. Die ganze Sache muss abgenommen werden, das heißt Vollabnahme, das heißt Belastungsfahrten auf der Autobahn, volles Programm, das kostet natürlich alles auch nochmal. Jetzt mag man sagen, das rechnet sich ja alles nicht mehr, das ist ja viel zu teuer. Aber wenn man guckt, gerade bei Oldtimer, die Preise, ob die Teile überhaupt noch verfügbar sind, dann sind wir gar nicht so weit auseinander. Also. Ich denke, den echten Liebhaber wird das jetzt nicht schrecken. Aber trotzdem nochmal zurück zur aus meiner Sicht spannendsten Frage, der Preis. Wenn wir sagen 100 bis 150 Stunden, das ist natürlich schon mal eine Hausnummer.
Ich kann mir jetzt ausmalen, was so eine Stunde kostet, aber alles in allem haben wir das Thema die Hardware als Paket. Ich habe die Arbeitsstunden, ich habe Abnahme. Nenn mir mal eine Hausnummer. Ich weiß, die passt nie. Nein, die passt nie genau. Es hängt vom Typ ab, aber so, gib mir eine Range von bis, einfach damit die... Also bis ist ganz einfach zu beantworten. Bis ist das Maximalbudget, was der Kunde bereit ist zu zahlen. Natürlich, wir setzen alle Wünsche um. Also man kann da auch optisch sehr viele Sachen machen. Aber es geht los, muss man sich... Eine Ente, ein Käfer? Ja, also eine Ente so ist das Billigste, was geht. Da starten wir so um die 10.000, 12.000. Da ist aber wirklich ein ganz kleines System drin. Das ist jetzt noch nichts Großartiges. Wenn wir jetzt über so ein Auto reden mit einem 20 Kilowatt Akku und einem 20 Kilowatt Motor mit allem drum und dran, dann sind wir schon weit über 15.000 Euro, definitiv. Und nach oben hin natürlich offen. Gut, aber das ist doch mal eine Hausnummer. Ich sag mal, wenn man sagt, okay, ich kann mich erinnern, A2, für ein Audi A2 hat mal ein Anbieter aus der Ecke Stuttgart für den Bausatz 6.000, 8.000 Euro aufgerufen und das war halt klein und über den Akku treibst du den Preis, aber das ist so eine Hausnummer und Einstiegsgröße sollte man jetzt nicht unter 15.000 Euro erwarten und ab da nach oben keine Grenzen, ja, ganz klar. Ja, definitiv. Aber nochmal, wenn ich so einen alten Porsche habe, der ist mir nicht nur ans Herz gewachsen, sondern den sehe ich halt auch als Anlage unter Umständen. Klar, ob ich den jetzt umbauen würde, weiß ich nicht, aber eins ist klar, mit dem Umbau hat er halt auch eine Chance auf ein langes Leben. Das ist ja richtig, der wird mehr bewegt werden. Wenn der, auch das, und wenn der jetzt als Verbrenner erhalten bleibt, dann darf er vielleicht irgendwann nicht mehr in die Stadt, der darf nur nach bestimmten Zonen bewegt werden. Sprit ist teuer, also von daher kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht erst ein Markt von übermorgen wird, sondern dass, wie du gerade sagst, jetzt schon Druck auf den Kessel kommt und dass die Leute sich Gedanken machen, ich will mein Schätzchen möglichst lange halten. Und von daher... Bei Marco Lorey ist immer gut aufgehalten, ist Marco, ne? Lorey und Martin, danke für das Interview. Mir macht es immer wieder Spaß. Gerne. Wir haben uns kennengelernt am Nürburgring und ich freue mich auf die nächste Veranstaltung dieser Art. Ganz herzlichen Alles klar. Dank. Danke. Dankeschön. Danke.